Ahoi, Freunde. Ich denke, wir sind uns da einig, wenn ich behaupte, Bokeh kann man nie genug haben. Vor allem dann, wenn es eine Weitwinkelaufnahme ist, die eigentlich kein richtiges Bokeh zulässt. Aus diesem Grund wurde das Bokeh-Panorama erfunden, möchte ich mal sagen, um auch bei Weitwinkelaufnahmen echtes Bokeh zu erzeugen. Und wie das funktioniert, das erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Viel Spaß dabei! Diese Methode wird auch Braniser-Methode genannt, nach dem amerikanischen Hochzeitsfotografen Ryan Braniser. Ein talentierter Fotograf, der gern Neues ausprobiert und schon viele tolle Aufnahmen in seinem Repertoire hat. Den Link zur Webseite packe ich euch gerne in die Infobox. Fotografiert man weitwinklig, um möglichst viel Inhalt auf das Bild zu bekommen, oder mit Objektiven, die ihre Blende kaum öffnen können, dann ist die Schärfentiefe im Hintergrund relativ groß und vom schönen Bokeh ist kaum eine Spur. Um dieses Problem zu umgehen, verwenden immer mehr Fotografen das Bokeh-Panorama, um die Unschärfe im Hintergrund deutlich zu erhöhen. Endresultat ist eine sehr professionell anmutende Aufnahme mit einer schönen Weichzeichnung im Hintergrund. Was? Das sieht doch richtig gut aus, aber wie funktioniert das Ganze? Ganz stumpf ausgedrückt, wir erstellen jetzt ein mehrzeiliges Panorama mit vielen Einzelaufnahmen und fügen es am Ende wieder zu einem Bild zusammen. Aber immer mit der Ruhe. Als erstes sollten wir unser Equipment checken. Wir brauchen ein möglichst lichtstarkes Objektiv ab 85mm. Je kleiner die Blendenzahl, desto besser der Effekt. Dann brauchen wir natürlich Lightroom, Photoshop oder eine andere Stitch-Software und vor allem eine Kamera, die manuell fotografieren kann. Haben wir alles im Sack, kann es schon losgehen. Such dir am besten eine schöne Location mit viel drumherum. Dadurch verstärken wir visuell den Bokeh-Effekt. Weitläufige Landschaften, zu helle Wände oder ein weißer Himmel sind dafür wenig geeignet. Stell deine Kamera komplett auf den manuellen Modus ein. Auch die Fokussierung am Objektiv und der Weißabgleich müssen dazu manuell eingestellt werden. Andernfalls ärgerst du dich am Ende mit unterschiedlich belichteten Aufnahmen und der Fokus ist auch jedes Mal woanders. Stell am besten auch die Bildauflösung der Kamera etwas niedriger. Das spart später sehr große Wartezeiten und bläht das Bild nicht unnötig auf. Hier können ganz schnell über 150 Megapixel zustande kommen. Hast du dein Model ordentlich positioniert oder eine coole Aufnahme entdeckt, kannst du dich bereit machen. Dein Model soll den Rahmen des ersten Bildes so weit wie möglich ausfüllen, damit reduzieren wir später Bewegung vom Model. Anschließend fotografiere ich um das Motiv herum. Wichtig dabei ist, ca. 20% des Bildes überlappen zu lassen, damit Photoshop oder Lightroom im Anschluss alle Bilder nahtlos ineinander fügen kann. Am Ende sind es bei mir sagenhafte 40 Bilder. Weniger geht natürlich auch, aber macht ruhig ein paar mehr Aufnahmen, nicht dass am Ende ein wichtiger Bildinhalt fehlt und das komplette Bild hinüber ist. Willst du jetzt mehrere Panoramen erstellen, solltest du zwischen jedem Panorama ein Markierungsbild aufnehmen. Sonst verlierst du ganz schnell den Überblick und bei den ganzen Panoramen, die du wahrscheinlich an den Tag aufnehmen wirst, wird es ein riesen Durcheinander werden. Und ich weiß, wovon ich rede. Sind alle Bilder im Kasten, beginnt jetzt die Nachbearbeitung mit Photoshop oder mit Lightroom. Lightroom ist für mich die allerbeste Variante, weil ich erstens kein weiteres Programm mehr brauche, um das Bokeh-Panorama zu erstellen und zweitens geht die Bearbeitung aller Bilder sehr, sehr fix. Aber was erzähle ich euch da, ihr kennt sicherlich die Vorzüge. Sind die Bilder in Lightroom importiert, kannst du ab Version 6 oder CC gleich damit anfangen, das Panorama zusammenzufügen. Die neueste Lightroom-Version erledigt hier alles automatisch und erfordert nur noch wenige Klicks bis zum Endergebnis. Einfach nur Wahnsinn. War das früher noch etwas umständlich, markierst du heute nur noch die notwendigen Bilder und führst per Rechtsklick die Panorama-Software aus. In älteren Lightroom-Versionen oder generell bei einer anderen Stitch-Software musst du noch die Vignettierung entfernen und die Objektivkorrektur anwenden. Alternativ kannst du auch den Weg über Photoshop gehen. Dazu klickst du im Menü nur auf Foto-Merge und kommst dann zur Panorama-Software. Das Ergebnis ist aber seltsamerweise nicht annähernd so gut wie in Lightroom CC. Hier musst du nach dem Zusammenfügen noch viele Fehler korrigieren, bis du zu einem erfreulichen Ergebnis kommst. Das Zusammenfügen kann jetzt eine halbe Ewigkeit dauern, je nachdem, was ihr jetzt vor dem Rechner habt. Am besten zieht ihr euch zurück, schaut vielleicht eine Folge auf Netflix oder sowas und habt etwas Geduld. Sobald das Bild erstellt ist, musst du das Bokeh-Panorama noch zurechtschneiden und vor allem noch die Bildübergänge korrigieren. In meinem Fall waren noch ungefähr 10, 12, 13 Fehler drin, die ich noch ausbügeln musste, aber mit Photoshop kriegt man das ganz gut hin und zu guter Letzt habe ich noch den Farblook angepasst und dann war das Bild fertig. Und so sieht's aus. Aufregender Trommelwirbel! Die Spannung steigt! Bam! Das haut mich jedes Mal wieder aus den Socken, weil es gleich viel professioneller wirkt und weil man so eine Aufnahme eigentlich nicht mit einem normalen Shot hinbekommt. Vergleicht man die Braniser-Methode mit einer ganz gewöhnlichen Einzelaufnahme, erkennt man den himmelweiten Unterschied. Das Bokeh ist deutlich weniger und wirkt mehr wie ein Schnappschuss. Aber letztendlich ist es alles auch Geschmackssache und muss nicht jedem gefallen. Lasst uns doch einfach in den Kommentaren darüber diskutieren und vielleicht habt ihr sogar noch ein paar Tricks, wie man das besser machen kann. Wenn dir das Video gefallen hat und dich etwas weitergebracht hat in dieser ganzen Materie, dann lass einen Daumen nach oben da, abonniere diesen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut, bis bald, ciao!